ein neues Fenster auf oder lasst euch die Tabelle bitte einblenden und wir werden uns jetzt einen statistischen Fehler erlauben, dass wir Daten per Zufall erzeugen. Sollte man normalerweise nicht machen, aber in der Schule macht es immer über Umfragen. Jetzt werde ich ganz einfach Zufallszahlen einbringen, um wieder euch eine Möglichkeit zu zeigen, wie kann ich denn jetzt Zufälle einbringen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Zufallszahlen zu machen. Also schreibt in die erste Zelle Zufallszahl rein und das, ihr seht, es gibt verschiedene. Und das finde ich schon mal klasse, um jetzt Beispiele zu generieren, die immer unterschiedlich sind. Man kann jetzt eben ganz normale Zufallszahlen, Integerzahlen machen, Minimal- und Maximalwert oder binomialverteilte, gleichverteilte, normalverteilte, Poissonverteilte. Also sehr, sehr praktisch. Ich nehme jetzt einmal normalverteilte, damit wir sowas Ähnliches haben wie Größen, Zufallszahl normalverteilt und sage, okay, durchschnittliche Größe sollte 178 sein und eine Standardabweichung werde ich eingeben von 10. Das ist gleich Zufallszahl normalverteilt, 178 und 10. Da hat jetzt natürlich jeder andere Daten. Wir haben immer bei der Normalverteilung natürlich die Genauigkeit, so wie wir es bei der Rundung eingestellt haben, also zwei Nachkommastellen. Und kopiert euch jetzt einfach das runter, dass wir da vielleicht 20 Datensätze haben, das ist eigentlich ziemlich egal, wie viel wir da haben. Ich will euch einfach nur sagen, wir haben statistische Daten. Kleiner Technologietipp, wer Daten aus Excel hat, ja, kann es einfach importieren. Steuerung C, Steuerung V, kopiert das um, brauchen wir nicht einmal um das Komma kümmern. Excel, ein Beistrich, Komma, GeoGebra, ein Punkt, Komma, das ist einfach Steuerung C, Steuerung V herüber. Ich kann auch Textfiles einfach per Drag and Drop da einerziehen. Das heißt, aus dem Explorer Textfile da in die Ding einerzogen, wird geöffnet. Ich kann einen Dateiimport machen, also das ist alles kein Problem, dass ich da Daten reinkriege. So. Dann, wie mache ich jetzt da statistische Analyse? Und das ist wirklich sehr ausgereift schon. Es sind noch ein paar Verbesserungsvorschläge in Arbeit. Aber markiert euch einfach einmal die ganze Spalte. Ich brauche nicht einmal die genauer markieren, diese 20 Werte, sondern einfach nur auf A draufklicken, dann ist die Spalte markiert. Und dann gibt es hier oben jetzt dieses Werkzeug Analyse einer Variable. Und wählt mal das bitte an. Und ihr kriegt auf einem Mausklick eigentlich alles, was man in der Schule jemals machen kann. Ja, ich gehe es ein bisschen systematisch durch. Es tut mir jetzt leid, dass die Darstellung so schlecht ist. Das liegt an der Schriftgrößenveränderung und das ist intern noch ein bisschen zu klein gehalten. Aber was sieht man? Ihr könnt es ja selber mitverfolgen. Auf der Seite mal komplette Statistik, statistische Auswertung, N, Mittelwert, Sigma, S und so weiter und so fort, Minima, Minimum, die Mediane, die Quartile und so weiter. Also da habe ich mal eine komplette Auswertung an Statistik. Ich sehe da ein Histogramm, automatisch erstellt, und zwar mit automatischen Klasseneinteilungen. Wenn sich den Schieberegler bewegt, werden die Klassen auch angepasst. Ja, also da kann ich mir anschauen, wie schaut denn was aus und dann kann man schon wieder darüber diskutieren, ist das jetzt ein Unterschied, ob ich 6 oder 7 Klassen mache. Es gibt optisch extrem viele Unterschiede, ja, und das sind für mich Themen, die muss man mit Schülern diskutieren, damit sie wissen, das macht schon sehr viel aus in der Darstellung, wie ich die Klassen wähle, oder überhaupt, wie viel Klassen ich wähle. Dann gehe ich da weiter beim Histogramm einmal. Man kann nicht nur ein Histogramm anzeigen lassen, sondern auch, was mir ganz wichtig ist, ein Boxplot, ja, das ist ein Konzept, das ich sehr, sehr schön finde, am Boxplot. Dann Dotplot, der macht jetzt bei den Größen, der schaut unspektakulär aus, aber über unten die Achsen und sieht, okay, wie die Punkte verteilt sind. Eine tolle Sache ist Stammplatzdiagramm oder Stängelplatzdiagramm. Das ist, glaube ich, jedem bekannt. Das macht jetzt da wenig Sinn, weil es nur mit 1 und 5 ist. Vielleicht da haben wir es ein bisschen genauer nur, dann haben wir praktisch 154, 158. Wer das Stängelblattdiagramm schon mal gesehen hat, sieht man ganz klasse, wie man die Daten darstellen kann und man sieht da eine optische Sache und ein normal Quantilblatt. Stammblatt da praktisch mit den Einheiten. Er macht es automatisch immer so bei 0, dass er praktisch
die bei 0 hat er nur 1, das ist 100 cm. Und jetzt kommt praktisch 150, 160, 160, 160. Das heißt, er hat gerundet die Werte. Und wenn jetzt eine Zahl nun extra haben möchte, dann ist das praktisch 154, 158, 161, 166, 169. Also so wie man es. Ja, so. Gut. Markieren und da nochmal Analyse einer Variablen. Und dann normal Quantilplot, falls man es braucht. Eine weitere Sache, die im Histogramm, lasst mal das Histogramm eingeschaltet, das ist jetzt einmal eine komplette Auswertung. Angedacht sind da jetzt nur Kreisdiagramme und so weiter, ja. Aber ich gehe da mal weiter zur Statistik. Da könnte man noch ein paar andere Dinge machen. Z-Tests, T-Tests mit Null-Hypothesen, Alternativhypothesen. Jetzt habe ich ein Werkzeug in der Hand, wo ich das auf Mausklick durchführen kann. Ja? Und jetzt muss ich mir halt dahinter ein wenig, sagen wir mal so, dahinter mit der Mathematik beschäftigen, wie, was bedeuten das überhaupt, diese T-Tests. Ja? Und ich sage jetzt, okay, Null-Hypothese wäre 175, das war mein Mittelwert. Alternativhypothese ist die gleich, größer und dann sehe ich die Ergebnisse, P, T-Werte, Freiheitsgrade und so weiter und so fort. Ja, das heißt aber auch, ich muss jetzt wirklich eine Ebene hergehen und nicht aufhören einfach bei Berechnen Wahrscheinlichkeiten. Das wäre das einmal, dann lasst euch bitte nur mal die Statistik einblenden. Das andere lasse ich einfach da jetzt mal. Und dann gibt es da so einen kleinen Pfeil mit Einstellungen, der auch noch sehr praktisch ist. Da kann man jetzt Folgendes machen. Das Histogramm wird immer automatisch generiert. Man kann auch manuelle Bestimmungen der Klassen machen. Ja? Was bedeutet das? Zum Beispiel gerade bei der Körpergröße. Ich hätte gerne, dass die Körpergrößen bei 150 beginnen und eine Breite von 5 aufweisen. Dann habe ich wirklich eine schöne Darstellung, so wie es ich gerne hätte. Und es werden halt dann eben dementsprechend viele Klassen gemacht. Dann ganz ein wichtiges Thema, Class Rule, wo gehört was dazu noch, ja? Also klein oder kleiner gleich, da wird sich jetzt nichts ändern, weil wir irgendwelche Nachkommawerte haben. Ich kann es nur kumulieren, wenn ich gerne hätte. Relativwerte anzeichnen, zeigen. Oder halt dann normalisiert schon. Was für mich ganz interessant ist, ist jetzt der Aspekt, der da unten kommt. Ich kann eine Häufigkeitstabelle noch anzeigen lassen. Es wird zwar ein bisschen unübersichtlich mit der großen Schrift, aber lasst euch die mal drunter noch anzeigen. Und dann sehe ich genau das, was ein Schüler eigentlich immer zuerst macht. Eine Klasseneinteilung und dann die ausgewertete Häufigkeit. Und das, was mir jetzt einfach so taugt, ist, man kann da jetzt wirklich wieder experimentieren und kann sagen, okay, was ist, wenn ich die Breite auf 10 mache? Wie ändert sich das dann? Und ich habe automatisch wieder Auswertung. Ja? Also sehr, sehr viele Dinge, die man eigentlich in der Unterstufe schon macht, ja, sind da schon alles realisiert und das, was wir in der zweiten Klasse machen sollen, ist da auf einen Mausklick mit ein paar Veränderungen möglich. Und das weiß ich nicht recht, wieso es dabei ist, aber es gibt so Häufigkeitsfeeling auch noch. Weiters kann man dann nur den Graph ein bisschen genauer nur dimensionieren, damit das Ganze nur wirklich schön dasteht. Jetzt sind es automatische Dimensionen, wenn ich nur gern hätte, dass die Skalierung anders ist. Der Klassiker, wie schaut es denn aus mit verschiedenen Y-Skalierungen? Also, wenn ich die nur ändert, wie kann ich Grafiken manipulieren, kann man da auch ganz schnell bearbeiten. Bitte? Geh mal auf Graph und tu automatische Dimensionen nochmal. Manuelle Bestimmung der Klasse? Da sagt er da nichts mehr an? Muss man dann nochmal anschauen, okay? Wie kriege ich die Bilder dann? Genau, wie kriege ich jetzt die Bilder aus? Also wenn ich das jetzt gerne noch weiter hätte, das ist jetzt im Endeffekt ja nur wieder so ein Werkzeug. Die einfachste Sache ist einmal einen Screenshot zu machen, ja, das ist aber am einfachsten. Aber es gibt speziell für diese Grafiken die Möglichkeit, das auch in GeoGebra Global zu übernehmen, also in das Hauptfenster. Und da brauche ich nur auf die Grafik klicken und da gibt es jetzt eben genau die Möglichkeit, in die Zwischenablage kopieren, dann habe ich das Bild oder exportiere als Bild, PNG, SVG, was auch immer,
oder in die Zeichenfläche kopieren. Und wenn ich es in die Zeichenfläche kopiere, ich gehe jetzt nur mal geschwind raus und zeige euch geschwind, wie die Grafik dann ausschaut, dann habe ich das genau so, wie ich es gerade erstellt habe, in der Zeichenfläche und ist aber immer nur interaktiv. Ja. Ihr seht, das Histogramm ist im Endeffekt auf diese Klassen beschränkt und es ist halt jetzt automatisch da eingefügt worden. Und kann jetzt da wieder weiterarbeiten, kann da jetzt wieder irgendwie noch was dazu machen, vielleicht mit einem zweiten Fenster und so weiter. Eine wichtige Sache, die ich euch noch unbedingt sagen möchte vor der Pause ist, ich lasse jetzt einmal dieses Häufigkeitstabelle weg und dazu herunten bei Einstellungen, da geht es nur mal weiter, kann ich nur mal mehr machen, ich kann die Rundungen noch ein bisschen mehr einstellen, ich kann Daten anzeigen und das ist sehr praktisch, auch wenn es jetzt schon wirklich, wirklich knapp wird mit dem Platz, dann machen wir das mal weg. Aber das verwende ich oft recht gerne zum Klarmachen, hey, was ist denn, wenn ich jetzt einzelne Daten herauslösche? Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel den größten Wert, das Maximum ist 192, den suche ich mir da, das ist der 20. Wert bei mir, den kann man jetzt einfach mit diesem Ding herausklicken und man sieht, ein statistischer Wert, den ich jetzt da aus der Statistik herausbringe, ändert mir beispielsweise, was hat es für einen Einfluss auf den Mittelwert bei mir, von 174 auf 175, oder bei der Grafik sieht man ein bisschen mehr Änderungen. Also da kann ich jetzt einzelne Werte dazuklicken oder wegklicken. Und das finde ich recht klasse, weil man dann Teilstatistiken im Endeffekt herauskriegt. Kann man die Daten also die Größen sortieren lassen? Würde ich nicht da machen, sondern würde ich da herin machen. Mhm. Dann ja. Also bei mir ist es immer interaktiv, wenn ich es mal rausprobiert habe. Aber ich meine, interaktiv ergreift auf die Daten dazu. Die da sind, wenn du da jetzt die Daten änderst, weil das steht da irgendwie Histogramm. Das ist über A1 und über das definiert und das heißt, er greift auf die Daten zu, das meine ich. Also er exportiert einmal die Datenmenge und zeichnet das dann. Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel A18 ändert, dann muss das eigentlich sich wieder ändern. Aber jetzt um das Bild, wenn ich jetzt dann nämlich innen statt 150, 550 D nehme. Ja, also das nehmen wir, nein, das ist einmal exportiert, das Bild. Das einmal exportiert. Wie macht man das in der Tabelle, dass wir das sortieren? Sortieren, du kannst. Ups. Der Weiß ist nur so, glaube ich, dass du über eine Liste gehst und ein neues Objekt erzeugst. Das, da muss man jetzt wieder ein bisschen anders denken wie in Excel. Weil Excel hat ja keine Zuordnung. Jetzt ist es wichtig, das Objekt A1 ist 175,38. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist praktisch interne Liste, oder? Das ist. Wo jede. Ja, also ich kann das jetzt so sagen, die Liste, die da auch erstellt wird, ist die Liste von A1 bis A20. Ja. Das mache ich jetzt ganz einfach so, zum Beispiel sortiere die Liste von A1 bis A20 und dann wird aber eine neue Liste erstellt. Weil das Objekt selber, was A1 bis A20 ist, wenn ich das verschiebe, das würde ja zu internen Problemen führen. Weil das Objekt A1 definiert ist. Ja, und dann zieht man es ein und hat es halt immer interaktiv. Genau, und jetzt habe ich es halt sortiert und dann ist es halt nicht mehr interaktiv. Ja. Wenn ich es jetzt wieder da umziehert, dann kriege ich praktisch. Also das kann so, jetzt geht es halt in die. Jetzt wird es halt in die Richtung gemacht, dass eine Liste ist, ja. Ja. Und ich will es jetzt aber wieder als Spalte haben und dann mache ich das. Dann müssen wir es transportieren und wieder da reinkriegen irgendwie, ja. Das sind alles Dinge, die muss man erst wirklich überlegen, aber es liegt halt an dem Konzept, dass GeoGebra-Tabellenkalkulation eine andere Idee dahinter hat als Excel. Ja. Bei der Excel-Tabelle ist ja wurscht, in welche Zelle ein Datenwert steht. Sobald ich es sortiere, weil ich mich nicht drauf beziehe und da sind aber so viele Abhängigkeiten. Gut, eine letzte Sache noch, damit ich es gar nicht vergesse. Nicht nur die Daten kann ich mir anzeigen lassen, sondern ich kann auch ein zweites Diagramm anzeigen lassen und dann kann man beispielsweise da jetzt schauen, wie schaut es mit dem Histogramm und dem Boxplot aus. Und hat dann die unterschiedliche Darstellungsweise. Genauso ist es dann mit dem Druckmenü. Drucken macht im Endeffekt nichts anderes zurzeit in GeoGebra als ein Screenshot und dann kann ich das auf Papier bringen. Ja. Also sofort das, was ich habe, wird halt auf Papier gebracht. Das ist was ich, sage ich mal, eigentlich nur zur Not verwende, weil GeoGebra ist als interaktives Tool gebaut,
und sobald ich was ausdrucke, ist es nicht mehr interaktiv. Und das ist irgendwie so eine Bestrafung von GeoGebra, dass ich dann auf einmal was. Für Schüler ist es super, ist wichtig zu dokumentieren und so weiter und so weiter. Projekt machen, ja. Gell, dass sie dann also Histogramme, Boxplots, dass sie das Zeug alles rauskriegen. Ja. Also das ist die mächtige Analyse einer Variablen und nach der Pause möchte ich euch dann sagen, wie man es mit zwei Variablen, was mit zwei Variablen es geht. Okay? Aber jetzt ist Viertel nach 10 und ich glaube, ja, vielleicht 15 Minuten bis 5 nach halb, aber dann wieder weitermachen. Lasst euch die Datei noch offen, weil dann können wir gleich mit den Daten dann weiterarbeiten. Bei einer zweiten Klasse. Das Erste, was ich mache, wenn ich so...